Ich habe hier ein Windows 7 PC mit angeschlossener Tastatur und Maus und kann natürlich den PC mit diesen Eingabegeräten steuern. Mit ShareMouse kann ich diese Maus und Tastatur auch verwenden, um die Maus einfach rüberzuziehen und dann einen Mac Mini, der eigentlich gar keine Maus und Tastatur hat, fernzusteuern. Das heißt, ich kann also Texteingaben vornehmen und Programme steuern. Und wenn ich die Maus weiter bewege, kann ich hier sogar diesen Mac Air fernsteuern. Auch alles von der gleichen Tastatur, ohne zusätzliche Hardware, kann ich diese direkt fernsteuern. Ich kann mit der Maus auch wieder zurückgehen und der Pfeil zeigt mir dann jeweils an, wo sich der Mauszeiger gerade befindet. Alternativ kann ich auch eine Tastenkombination betätigen und dann den Buchstaben auswählen, zum Beispiel C, und dann springe ich direkt zu diesem PC und kann den fernsteuern. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn ich jetzt erst hier gearbeitet habe, aber aus irgendwelchen Gründen direkt mit diesem PC arbeiten will, kann ich also jederzeit hier den Rechner auch direkt bedienen oder auch von diesem PC aus andere fernsteuern. Das heißt, ich kann also auch von dem Mac Air den Mac Mini fernsteuern oder hier den PC. Es geht also in jede Richtung.